Guten Morgen. Ich möchte das nächste Übungsblatt mit Ihnen besprechen. Und da geht es um Phasendiagramme und große Ensemble von Einkomponentensystemen. Kondensierte Phasen sind die Konsequenz zwischenmolekularer Kräfte. Erklären Sie die Natur der zwischenmolekularen Kraft, die zur Verflüssigung der Edelgase führt. Welche atomaren Größen sind relevant? Wie hängt das Wechselwirkungspotenzial V von R vom Abstand R der beiden Kerne ab? Also Edelgase waren Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon. Und die Vorstellung, die wir bislang vom Atom haben, war, der Atomkern vereint die Masse und besteht aus Protonen und Neutronen. Die Elektronen organisieren sich nach den Gesetzen der Quantenmechanik in Zuständen, die wir noch näher kennenlernen müssen. Aber wir wissen, die Elektronenhülle hat eine Ausdehnung. Und diese Ausdehnung liegt etwa so in ein paar Angström-Regionen. Weil das wäre der typische Radius, wäre hier ein paar Angström. Und Angström sind 10 hoch minus 10 Meter. Ein Atom ist kugelsymmetrisch. Wie kann es zu einer Anziehung kommen, wenn ein zweites, gleichartig gebautes Atom sich dem hier annähert? Zwar ist das Atom kugelsymmetrisch, aber eine momentane Verteilung mag davon abweichen. Und ein zufällig entstandener Dipol induziert einen Dipol im Nachbarn. Und daraus resultiert eine attraktive Kraft. Welche Größen sind da relevant? Relevant sind die Polarisierbarkeit. Ein elektrisches Feld wirkt auf die Ladung und induziert ein Dipol. Die Größe, die das verknüpft, ist ein Tensor und das ist die Polarisierbarkeit, Alpha. Wir können das hier skalar betrachten, je größer Alpha, umso größer das Dipolmoment, umso leichter sind die Elektronen verschiebbar. Alle Wechselwirkungen, die Sie angucken, interessiert natürlich, wie langreichweitig sind die, wie kurzreichweitig, wie genau sind die geschaffen. Und das geben wir an durch den Abstand R. R zwischen den beiden Kernen. Und es zeigt sich, dass diese Kraft, die auch London-Dispersionswechselwirkung hat, kurzreichweitig ist. Das Wechselwirkungspotenzial V von R ist gegeben durch R hoch 6. Und die molekulare Größe, die eingeht, ist die Polarisierbarkeit des einen mal der Polarisierbarkeit des anderen, wenn das unterschiedliche Atome wären. Und diese London-Dispersionswechselwirkung gehört zur Gruppe der Van der Waals-Wechselwirkungen. Also Van der Waals-Wechselwirkungen umfasst als eine Untergruppe die London-Dispersionswechselwirkung. Und das Charakteristische für Van der Waals-Wechselwirkungen in kondensierter Materie ist ihre Kurzreichweitigkeit mit 1 durch R hoch 6. Also wenn ich es so aufmalen würde, würde ich sagen, V von R, es ist hier attraktiv. Das ist proportional zu 1 durch R hoch 6. Wenn die Atome sich zu nah kommen, durchdringen sich die Elektronenhüllen und eine Repulsion erfolgt. Und dieser Abstand hier definiert den Gleichgewichtsabstand in einer Flüssigkeit in einem Festkörper. Ja, und es geht weiter mit einem generischen Phasendiagramm. Schauen wir rein. Phasendiagramme geben an, welche Phasen bei gegebenem Druck und bei gegebener Temperatur gleichzeitig nebeneinander im Gleichgewicht vorliegen. Wie sieht das Druck-Temperatur-Phasendiagramm eines Reinstoffes, zum Beispiel Kohlendioxid, aus? Kennzeichnen Sie die vorliegenden Phasen.
Das bereitet uns keine Schwierigkeiten. Also was beim Phasendiagramm vorkommt, ist, wir haben hier einen Behälter. Dieser Behälter ist so gestaltet, dass wir hier den Druck einstellen können. Wir können weiterhin die Temperatur in dem Behälter vorgeben. Und wir schauen in diesen Behälter rein durch ein Sichtfenster und sehen, welche Phasen liegen darin vor. Und was wir hier besprechen, ist nur eine Komponente, ein Reinstoff, der hier drin ist. Also der ganze Behälter ist meinetwegen mit CO2 gefüllt. CO2 war ein Gas, das wir schon kennengelernt haben und durch diese Lewis-Formel beschrieben wird. Und ein generisches Phasendiagramm sieht immer so aus, dass ich jetzt den Druck auftrage und die Temperatur, die in dem Behälter herrschen. Und ich frage mich, welche Phasen liegen im Gleichgewicht vor? Gleichgewicht würde bedeuten, wenn ich 10 Jahre warte und nichts verändere, es liegen immer noch die gleichen Bedingungen in dem Behälter vor. Das wäre Gleichgewicht. Und dieses Phasendiagramm sieht so aus wie ein Sektkelch. Und die Zuordnung der einzelnen Phasen ist nicht schwer. Denn wir können sagen, Temperatur niedrig, Druck hoch, da muss die feste Phase vorliegen. Druck sehr klein in dem Behälter, Temperatur sehr hoch, da ist der Stoff gasförmig. Und im Zwischenbereich ist er flüssig. Dieses Phasendiagramm. Und in diesem Phasendiagramm gibt es jetzt einphasige Gebiete, nur gasförmig, nur flüssig in dem Bereich, nur fest. Und es gibt Phasenkoexistenz. Und das ist genau, wenn der Druck und Temperatur auf dieser Linie ist, liegen in meinem Behälter eine flüssige Phase und eine Gasphase nebeneinander vor. Nur links dieser Linie, ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links, etwas verändert und schon schaut alles anders aus. Ich habe nur noch eine Phase. Ja, und die Aufgabe C geht weiter. Was ist der Trippelpunkt? Was beobachtet man am Trippelpunkt? Wo finde ich den in dem Phasendiagramm? Und wie viel Freiheitsgrade hat das System dann noch? Auch nicht schwer. Also hier an dieser Linie hätte ich 2 Phasen. Wir haben das im Experiment gesehen. 2 Phasen. Und hier ist der Trippelpunkt. Und am Trippelpunkt liegen 3 Phasen nebeneinander. Fest, flüssig, Gas im Gleichgewicht. Und das ist ein sehr charakteristischer Punkt. Es gibt keine Freiheit mehr. Druck ist fix und Temperatur ist fix und gegeben. Das ist der Trippelpunkt. Drum nehme ich das auch gerne als Eichpunkte her. Am Trippelpunkt liegen 3 Phasen nebeneinander vor und das Ganze nenne ich dann auch Non-Variant. Ich kann keinen einzigen Parameter des Systems mehr variieren, weder Druck noch Temperatur, ohne dass sich die Zahl der Phasen verändert. Drum sind eben auch Trippelpunkte interessant als Eichpunkte, um zum Beispiel bei ungewöhnlichen Bedingungen Temperaturen festzulegen. Also Trippelpunkt war dramatisch, wir haben es im Video gesehen, hier habe ich Flüssiggas und plötzlich an diesem Punkt entsteht festes Kohlendioxid. Und wenn ich hier weiter verändere, verschwindet die flüssige Phase und ich habe fest gasförmig. Das ist, nennt man dann auch die Sublimationskurve. Und das wäre die Schmelzkurve. Hm.
The system has now moved further down the equilibrium line. Solid CO2 begins to form. A pressure of 4.2 bar gauge and a temperature of minus 56.6 degrees centigrade has been reached. This is the triple point, the only combination of pressure and temperature at which three different phases of CO2, solid, liquid and vapor, can exist simultaneously in equilibrium. Und dann geht's weiter und es wird gefragt, können bei einem Reinstoff mehrere Trippelpunkte existieren? Kennen Sie ein Beispiel? Also Trippelpunkt war immer etwas, drei Phasen liegen nebeneinander im Gleichgewicht vor. Ist das möglich? Das ist natürlich möglich, weil Sie können sich überlegen, dass die meisten Stoffe mehrere Modifikationen im festen Zustand haben. Nämlich zum Beispiel Schwefel. Dann gibt es mehrere Modifikationen. Und wenn ich das Schwefelphasendiagramm hier noch einzeichnen würde, dann könnte ich hier noch eine Linie einzeichnen und hätte es zumindest schematisch ungefähr erfasst. Und dann hätte ich hier ein System fest 1, fest 2, gasförmig, Trippelpunkt. Fest 1, fest 2, flüssig, Trippelpunkt. Also ja, es können mehrere Trippelpunkte existieren. Und ein Beispiel wäre das Schwefel mit Gleichgewichten fest, fest, flüssig, fest. Ja, und die nächste Frage zielt ab auf die Verdampfungsenthalpie. Verändert sich die Verdampfungsenthalpie? Wie verändert sich die Verdampfungsenthalpie mit der Temperatur? Und was passiert bei der Annäherung an den kritischen Punkt? Das sollten Sie erstmal klar machen, was ist Verdampfungsenthalpie? Das ist noch nicht gut besprochen, weil wir Thermodynamik noch nicht behandelt haben. Aber die Verdampfungsenthalpie ist eine Zustandsgröße. Und die würde beschreiben, was brauche ich denn? Wie viel Energie muss ich meinem System zuführen? Und ich Größen der Chemie beziehe ich meistens auf molare Größen. Ich mache eine molare Verdampfungsenthalpie. Wenn ich nehme 1 Mol Wasser, wären 6 mal 10 hoch 23 Wassermoleküle. Ein Mol Wasser sind 18 Gramm. 18 Gramm Wasser entspricht bei der Dichte bei 1 ist 18 Milliliter. Also wenn ich hier unten 18 Milliliter Wasser habe, dann habe ich 1 Mol in der flüssigen Phase. Und jetzt hätte ich hier eine Heizwendel, mit der ich Energie zuführe. Und ich frage mich, wie viel Energie muss ich denn bei konstantem Druck zuführen, damit 1 Mol des Stoffes in die Gasphase überführt wird. Das wäre die molare Verdampfungsenthalpie. Die molare Verdampfungsenthalpie wäre also genau die Energiemenge, die ich messe bei konstantem Druck, um die gesamte flüssige Phase in die Gasphase überzuführen. Wir haben uns ja klar gemacht, dass die Teilchen eine Wechselwirkung haben untereinander. Und dass diese Wechselwirkung, da ich muss Energie aufwenden, um den Abstand der Teilchen zu vergrößern. Und genau das mache ich mit dem Überführen in der Gasphase. Ich vergrößere den Abstand zwischen den Teilchen. Damit nähern wir uns der Aufgabe schon ein bisschen an. Also am Druck, Temperatur. Und schauen nochmal so ein generisches Phasendiagramm an von CO2. Wir wissen, hier haben wir die flüssige Phase, gasförmig, fest. Hier habe ich mein Phasengleichgewicht. Phase 1 und Phase 2 im Gleichgewicht. Und
Was beobachte ich im Behälter? Ich beobachte die flüssige Phase im Gleichgewicht mit der Gasphase. Was beobachte ich hier? Na, ich beobachte auch eine flüssige Phase im Gleichgewicht mit der Gasphase. Der Unterschied ist, dass die Dichten beider Phasen ähnlicher werden. Ich kann die Phasengrenze schon nicht mehr so gut ausmachen. Und wenn ich mich an den kritischen Punkt hier annähere, wird es noch schwieriger, die zu unterscheiden. Die Dichte und damit der Brechungsindex der flüssigen Phase entspricht schon fast dem der Gasphase. Und am kritischen Punkt habe ich nur noch einen Zustand hier erreicht. Ich kann flüssige und gasförmige Phase nicht unterscheiden und den nenne ich superkritischer Punkt. Und das ist der superkritische Zustand mit interessanten Eigenschaften. Also ich mache das mal so gepunktet, um anzuzeigen, hier in dem Bereich gibt es einen superkritischen Bereich mit anderen Eigenschaften. So, gefragt war nach der Verdampfungsenthalpie als Funktion der Temperatur. Also diese Größe hier, wird die sich groß unterscheiden, wenn ich hier und hier bin? Nee, die Verdampfungsenthalpie wird lange konstant laufen. Aber wenn ich mich einem kritischen Punkt annähere, unterscheiden sich ja die flüssige Phase und die gasförmige Phase immer weniger. Und das heißt, es geht hier in die Knie. Am kritischen Punkt wäre das Ganze hier null. Das wäre mein kritischer Punkt. Heating pipes installed around the exterior of the cell. The temperature of the liquid CO2 increases with a consequent increase in the pressure as the liquid boils. The present conditions are represented by a point slightly higher up the equilibrium line. A well-defined meniscus is still visible. The CO2 vapor above the liquid becomes more dense as the temperature and pressure increase. Critical point. The meniscus disappears and the CO2 is now existing at a pressure of 72.8 bar gauge and a temperature of 31 degrees centigrade. The critical point is the combination of pressure and temperature at which the densities of liquid and vapor are equal. Consequently, the distinction between these phases disappears and only one phase, the supercritical, exists. Ja, und die nächste Frage ist, warum ist superkritisches CO2? Ja, ein klassisches Lösungsmittel ist Hexan. Hexan wäre CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ein Alkan. Das wäre Hexan. Es gibt auch ein Cyclohexan, da wäre es zum Ring geknüpft. Das wären alles wären hier CH2. Das wäre Cyclohexan. Alles beliebte Lösungsmittel. Und es zeigt sich, dass das Phasendiagramm von CO2 interessant ist. Das generische Phasendiagramm sieht so aus und hier ist der superkritische Punkt. Der kritische Punkt mit der superkritischen Phase. Was ist interessant an diesem superkritischen CO2? Nummer 1 ist, er wird erreicht bei recht moderaten Bedingungen. Ich weiß es nicht auswendig ganz genau, ich schaue es dann gleich im PowerPoint nochmal nach. Aber was ich im Kopf habe, das liegt hier so bei irgendwo 35 Grad Celsius. Und hier bei Drücken, die auch moderat sind, irgendwie so 77 Bar habe ich im Kopf. Die sind nicht jetzt
für sicher zu nehmen, aber ungefähr die Größenordnung. Also moderate Bedingungen. Drücke sind eigentlich nicht sehr kostenintensiv, die zu erzeugen, denn alles, was Sie haben müssten, wäre eben einen verschiebbaren Stößel und eine gute Dichtung. Temperaturen sind dagegen immer kritischer, weil die mit mehr Energie verbunden sind. Und was macht superkritisches CO2 interessant? Alle Reaktionen, die Sie in diesen Lösungsmitteln hier durchführen können, können Sie auch in superkritischem CO2 durchführen. Der Aufwand ist größer, man muss sich überlegen, wann man dies tut, und das macht man genau in der Extraktion von Aromastoffen. Hopfenaroma aus Hopfen. Koffein aus Kaffee. Also das superkritische CO2 wird genommen als Extraktionsmittel, als ein Lösungsmittel für diesen Stoff. Und lösen heißt immer Ähnliches löst sich in Ähnlichem. Das heißt, Sie können unpolare Stoffe in Hexan lösen, Sie können unpolare Stoffe in dem superkritischen CO2 lösen und danach die Lösung entspannen, und Sie haben den erwünschten oder unerwünschten. Also superkritisches CO2 ist ein sehr interessantes, geht weiter mit G. Skizzieren Sie das Druck-Temperatur-Phasendiagramm von Wasser. Kennzeichnen Sie die vorliegenden Phasen. Worin liegt denn die Ja, die Fische können bei arktischen Temperaturen überleben. Wir wissen aus der Erfahrung, der See friert an der Oberfläche zu. Flüssiges Wasser ist schwerer und die Dichte von Wasser bei 4 Grad Celsius ist am größten. Das heißt, im Winter ist der See am Boden, am Grund 4 Grad Celsius warm und es ermöglicht den Fischen das Überleben. Also ich male das Phasendiagramm auf. Wieder Druck gegen Temperatur aufgetragen. Und wir sehen auch hier flüssige Phase, und das Ungewöhnliche ist, alle Phasendiagramme, die wir so normal kennen, wären so, dass die Dichte der festen Phase größer ist als die der flüssigen. Und bei Wasser ist es etwas umgekehrt. Die Steigung hier ist negativ. Das, was ich hier hingemalt habe, ist übertrieben. Und wenn Sie anschauen, ein reales Phasendiagramm, in der Vorlesung haben wir das gemacht, dann war die Auftragung hier gerne so ein LNP aufgetragen. Das heißt, es war ein logarithmischer Maßstab, und mit diesem logarithmischen Maßstab war das eine extrem hohe Druckerhöhung, um diesen Effekt wahrzunehmen. Aber die Anomalie sagt aus, wenn ich eben von der festen Phase ausgehe und den Druck sehr stark erhöhe, lande ich in der flüssigen Phase. Die letzte Aufgabe von Aufgabe 1 bringt uns zu dem Verfahren der Gefriertrocknung. Die haben wir auch. Früchte, die Sie im Müsli haben, die sind gefriergetrocknet. Was versteht man darunter? Wie sehe ich den Prozess im Phasendiagramm? Also gefragt ist, die Gefriertrocknung ist ein wichtiges Verfahren der Lebensmittelindustrie, um Instant-Pulvergeräte, Getränke, zum Beispiel lösliches Kaffeekanulat, herzustellen. Auch Früchte für Müsliflocken werden gefriergetrocknet und behalten so ihre Farbe und ihren Geschmack. Skizzieren Sie den Prozess der Gefriertrocknung im Phasendiagramm des Wassers. Warum lässt man das flüssige Wasser nicht direkt verdampfen und wählt stattdessen den Umweg über die Eisphase? Wo liegt hier in diesem Phasendiagramm Raumtemperatur und atmosphärischer Druck? Sagen wir hier, wäre das Ganze.
Dann wird als erstes mal die Erdbeere schockgefroren. Sie wird also schnell abgekühlt. Das schnelle Abkühlen dient dazu, dass die Eiskristallite möglichst klein bleiben und die Zellwände nicht durchstoßen. Also ich friere das Wasser aus. Und dann nachher niedrige ich den Druck, so dass ich zu dem Punkt hinkomme, wo das System anders reagieren muss. Es muss jetzt von der festen Phase in die gasförmige übergehen. Es sublimiert. Also Gefriertrocknung nutzt die Sublimation. Und Sublimation heißt, das feste Wasser, Eis, geht über, ohne den Zustand flüssige Phase, in die Gasphase. Das war Sublimation. Ja, und warum ist das schonender, als wenn ich das Wasser verdampfe? Nun, dann hätte ich, wenn ich hier Wasser direkt verdampfe, dann habe ich keine Erdbeere mehr, sondern bestenfalls koche ich gerade eine Marmelade. Also ist einfach ein schonenderes Verfahren. Also allgemein, alle Verfahren, die bei tiefen Temperaturen arbeiten, werden immer schonender sein für die Geschmacksstoffe als bei hohen Temperaturen. Ja, fahren wir fort mit dem Übungsblatt und die nächste Aufgabe geht um Grenzflächen und Selbstorganisation. Wie ist die Grenzflächenspannung Gamma definiert? Thermodynamisch wäre die Grenzflächenspannung definiert als die Ableitung der Gibbs-Energie nach der Oberfläche bei konstantem Druck und Temperatur. Die Einheit wäre Energie pro Fläche, beziehungsweise Kraft pro Länge. Also typischen Einheiten wäre die Grenzflächenspannung von Wasser wäre 72 Millinewton pro Meter. Diese Gibbs-Energie lernen Sie erst später in der Thermodynamik kennen. Es ist ein wichtiges thermodynamisches Potenzial, die Einheit ist Energie. Und die Variablen sind alles einfach messbare Größen, die unser System beschreiben, zum Beispiel die Oberfläche, die Anzahl der Mole in der Alpha-Phase, die Anzahl der Mole in der Beta-Phase. Das Ganze sagt Ihnen noch nichts und wir setzen in unserer Vorlesung in den Moment, gibt es Energie durch Energie und sagen, Gamma ist ungefähr die Energie, die ich aufwenden muss, um die Oberfläche zu vergrößern. Also welche Energie muss ich aufwenden, um die Oberfläche ein Stückchen zu vergrößern? Ist also gleich Delta W durch Delta A. Und die Frage stellt sich, warum muss ich Energie aufwenden? Und dazu betrachten wir wieder diese Kartons. Wir reduzieren unsere Flüssigkeit, unser Molekül auf eine einfache Kugel. Diese Kugeln wechselwirken untereinander durch die Van der Waals Wechselwirkung. Und in einer kondensierten Phase wie in der Flüssigkeit gibt es nur Nahordnung. Und die einzelnen Moleküle machen eine diffusive Bewegung durch die Lösung. Und die Frage ist, warum muss ich Energie aufwenden, um dieses Molekül hier an die Grenzfläche zu bringen? Das ist Gas und das ist flüssig. Und das wäre die gedachte Grenzfläche. Warum muss ich da Energie aufwenden? Und die Antwort liegt in der molekularen Umgebung.
Ein Molekül in der Volumenphase ist von Bindungspartnern in allen Richtungen umgeben. Es erfährt ein isotropes Kraftfeld. An der Grenzschicht dagegen fehlt ein Bindungspartner zur Luft hin. Die restliche Umgebung ist identisch. Als der wesentliche Schlüssel fürs Verständnis der Grenzflächenspannung liegt in der Änderung der Koordinationszahl, wenn ich ein Molekül von der Volumenphase zur Grenzfläche bringe. Also, wenn ich jetzt anschaue, das Molekül in der Volumenphase. Ich male gern eine oktaedrische Koordination, weil ich es einfach malen kann. Sagt Z-Balk ist 6. In der Realität ist die wichtigste Koordinationszahl 12. An der Grenzschicht dagegen fehlt mir ein Bindungspartner. Die Koordinationszahl an der Grenzschicht ist gleich 5 in meinem Bildchen hier oder 9 in der Realität. Und das heißt, die Änderung, die Energie, die ich aufwenden muss, ist der entscheidende Faktor. Und diese Energie können wir hinschreiben als Delta W wäre die Änderung der Koordinationszahl. Z Bulk minus Z Surface. Die Moleküle wechseln untereinander. Sie haben hier einen mittleren Abstand und die potenzielle Energie, die die da haben, kann ich ausdrücken durch die Paarwechselwirkungsenergie WAA. Da ich die nicht doppelt sehen will, schreibe ich WAA halbe hin, dividiert durch die Änderung der Oberfläche und die Oberfläche wird um A, die Molekülgröße, verändert. Das wäre A, die Molekülgröße. Das ist die Grundidee. Also in einem Volumen hat ein Molekül ein isotropes Kraftfeld. Wenn ich ein Molekül vom Innern zur Grenzschicht bringen möchte, verändere ich die Koordinationszahl. Im Volumen ein isotropes Kraftfeld. Partner in alle Richtungen. Grenzfeld, Grenzfläche ist es anisotrop. Und es fehlt ein Bindungspartner nach oben hin. Und diese Änderung der Grenzflächen, der Koordinationszahl mal der Wechselwirkungsenergie der Teilchen durch die Oberfläche beschreibt die Grenzflächenspannung und Abschätzungen zeigen, dass das gar nicht schlecht ist. Das wäre also die Aufgabe A. Und die Antwort der Klausur wäre natürlich einfacher. Bei der Antwort in der Klausur wären Sie mit den Antworten dabei und das brauchen Sie nicht. Das wäre erläutert. Also ich muss Energie aufwenden, um die Oberfläche zu vergrößern. Es geht weiter mit Aufgabe B. Und in Aufgabe B werden nach einer Methode gefragt, wie ich die Grenzflächenspannung messen kann. Wir haben zwei in der Vorlesung kennengelernt, die Methode des hängenden Tropfens und die Ringmethode. Und der Aufgabe geht es um die Ringmethode. Und die Frage lautet, die wichtigste Methode zur Bestimmung der Grenzflächenspannung ist die Ringmethode. Sezieren Sie das Messprinzip und die zugehörige Kraftabstandskurve. Wie schaut der Meniskus vor, am und nach dem Extremwert aus? Also wir haben hier eine Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser. In diese Flüssigkeit tauche ich einen Ring ein. Und an diesem Ring ziehe ich. Also es wäre so ein Ring zu malen und hier wird dran gezogen. Und hier bildet sich um den ganzen Ring eine Lamelle aus der Flüssigkeit. Da ich das schwerer malen kann, male ich hier einen Querschnitt. Das ist ein Querschnitt. Und was ich messe, ist die Kraft, die ich brauche, um die Flüssigkeitslamelle anzuheben. Ich ziehe an dem Ring. Und es bildet sich so ein Meniskus aus, der sieht vielleicht so aus.
Wenn ich das anschaue und die Kraft gegen die Höhe auftrage, dann wäre das die Höhe. Und es würde steigen. Hier wäre die Kraft 0 und sie steigt weiter an und sie steigt und steigt. Und irgendwo gibt es einen Extremwert. Und der Extremwert ist genau dann erreicht, wenn die Lamelle so im Wesentlichen aussieht. Die Lamelle wird ein Zylindermantel. Und dieser Zylindermantel, von dem kann ich einfach die Oberfläche ausrechnen. Die Kraft messe ich und die Höhe kenne ich. Und damit habe ich die Ingredienzien, die ich brauche, um die Grenzflächenspannung auszurechnen. Wenn ich über den Meniskus hinausgehe, wird es einfacher, dann wird es reißen. Und der Meniskus wird vielleicht so für kurz ausschauen und dann reißt das Ganze. Also die Situation ist am einfachsten auszuwerten am Extremwert, weil ich dann die Oberfläche sehr einfach bestimmen kann und die Kraft gut messen kann. Das wäre eine Methode, das zu messen. Ja, wie war die andere Methode mit dem hängenden Tropfen? Denken Sie mal nach, was bestimmt die Form eines Tropfens? Wer sind die beiden Gegenspieler? Nun, die Form eines Tropfens wird bestimmt von zwei Dingen. Die Grenzflächenspannung möchte eine Kugel ausbilden bei der Flüssigkeit. Die Grenzflächenspannung versucht, die Oberfläche zu minimieren. Und die Kugel ist eine Extremalfläche. Was macht die zweite Kraft, die hier wirkt, wäre die Gravitation. Die versucht, den Tropfen zu strecken. Und das Wechselspiel zwischen beiden bestimmt die Tropfenform. Und da kann man auch eine Videoanalyse machen und die Kontur bestimmen und die Kontur fitten zu einer Gleichung, die Sie nicht kennengelernt haben, die nicht Gegenstand ist. So eine Young-Laplace-Gleichung, nicht Gegenstand von dieser Vorlesung, schreibe es trotzdem hin. Also die erlaubt es, die Tropfenform zu analysieren und aus der Tropfenform unter Berücksichtigung der Gravitation und der Grenzflächenspannung aus der Tropfenform bekomme ich die Grenzflächenspannung heraus. Es geht dann weiter, dass wir uns überlegen mussten, wie kann ich die Grenzflächenspannung manipulieren. Und dieses Manipulieren gelingt mit Molekülen, die zwei gegensätzliche Eigenschaften haben. Die haben eine Kopfgruppe, die mag Wasser, die ist ionisch. Und eine aliphatische Schwanzgruppe mag Wasser nicht, die mag Ölphasen. Und aufgrund der molekularen Asymmetrie organisieren sich amphiphile Moleküle an der Grenzschicht. Schauen wir uns die Aufgabe an. Amphiphile setzen die Grenzflächenspannung des Wassers, die bei 72 mN pro Meter liegt, herab. Eine charakteristische Gleichgewichtsspannungsisotherme ist in der nachfolgenden Abbildung gezeigt. Erklären Sie den Verlauf. Schauen wir erst nochmal Amphiphile an. Also Amphiphile sind Moleküle, die im Cartoon so hingemalt werden. Dieser Teil ist hydrophob und dieser ist hydrophil. Mag Wasser oder auch nicht. Und das bewirkt eine Selbstorganisation. Wie kann ich das in die Sprache der Chemie übersetzen? Die Gruppe kann zum Beispiel hier ionisch sein und das wäre, wenn ich hier auch Minus hinschreibe, ein Sulfation und wenn ich hier eine aliphatische Kette ranbaue. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, passt. Das ist eines der wichtigen Amphiphile. Das ist das sogenannte SDS, Natriumdodecylsulfat.
Das wäre ein mögliches Molekül, das die Grenzflächenspannung verändert. Und dieses Molekül ist wasserlöslich. Wasserlöslich sind so Amphiphile mit Kettenlängen C8 bis C14. Wenn die Kettenlänge hier zu lang wird, wird es wasserunlöslich. Und was Sie hier sehen, ist die Grenzflächenspannung gegen einen Logarithmus der Konzentration aufgetragen. Und diese Konzentration, das beginnt beim Wasserwert und danach nimmt es so langsam ab und erreicht hier einen Punkt, bei dem sich plötzlich das nicht mehr ändert. Das heißt, obwohl ich in der Lösung mehr und mehr SDS-Moleküle dazugebe, verändert sich die Grenzflächenspannung nicht. Genau das sollten Sie interpretieren. Denken Sie jetzt nochmal drüber nach. Was wird da passieren in dem System? Nun, am Anfang werden die Moleküle, die sind hier gelöst. Und der Ort, wo sie sich spontan anreichern, ist die Oberfläche. Und durch die Anreicherung wird die Grenzflächenspannung herabgesetzt. Das könnte zum Beispiel hier dieser Punkt sein. A. Ich gebe weitere Moleküle zu, erhöhe die Konzentration und die Oberfläche wird stärker belegt. Das, was ich jetzt hingemalt habe, wäre die Situation hier. Und irgendwann passiert etwas, das offensichtlich an der Grenzfläche sich nichts mehr verändert. Diese Isotherme anschauen, die Grenzflächenspannung bleibt konstant. Und ich erhöhe weiterhin die Konzentration des Amphiphils. Also an der Grenzfläche verändert sich nichts mehr, aber im Volumen. Und was da passiert? Ich habe hier den Punkt der kritischen mit Zellenkonzentration, die CMC. Und die Moleküle lagern sich an und bilden da Aggregate. Diese Aggregate möchte ich jetzt noch nicht in der Aufgabe B diskutieren, sondern sie wird gleich in der D gefragt. Also hier der wesentliche Story wäre, Moleküle werden hier angereichert, wenn hier die Grenzflächenspannung konstant bleibt, heißt es, dass eben hier keine weiteren Moleküle angereichert mehr werden und dass die zugegebenen Moleküle sich im Volumen organisieren wollen. Wir werden sehen, das sind Aggregate, die wir gleich im nächsten, also spontan aus Lösung, durch Selbstorganisation entstehen Aggregate. Und das einfachste Aggregat, was mit dem SDS gebildet wird, ist die Kugelmizelle. Sind die bei der CMC entstehenden Kugelmizellen monodispers mit einem wohldefinierten Radius oder entstehen Aggregate mit einer breiten Größenverteilung? Also wir machen nichts weiter. Das, was jetzt in der Lösung passiert, passiert spontan. Selbstorganisation. Und wir malen erstmal so eine Kugel mit Zelle hin, wie wir sie kennengelernt haben. Wir haben eine Kugel mit Zelle so besprochen, wir malen eine Kugel hin. Und wir wollen vorteilhafte Wechselwirkungen haben. Diese Mizelle ist in Wasser und polare Gruppen mögen Wasser. Also diese polaren Gruppen oder ionischen Gruppen, die werden zum Wasser zeigen. Und die apolaren Schwanzgruppen werden ihn hier reinzeichnen. Die werden auch so geknickt sein, das ist besser als in manchen Büchern, sehen Sie immer so Striche gemalt. So kann es nicht sein, weil hier wird der Raum zu eng. Das wäre eine Kugelmizelle. Und die Frage war, ist diese Kugelmizelle, die jetzt hier spontan entstanden ist, hat die einen bestimmten Radius oder eine breite Radienverteilung? Wie könnte man da rankommen?
Wie könnte ich mir das überlegen, ob da mehrere Radien stehen? Vielleicht als Tipp, überlegen Sie mal, was würde passieren, wenn ich mehr und mehr Moleküle in die Oberfläche reinpacken würde. Ich vergrößere den Radius meiner Kugelmizelle. Und wenn ich das mache, dann entsteht sowas. Die Mizelle ist größer geworden. Ich habe immer noch die vorteilhafte Wechselwirkung polare Kopfgruppen zur Lösung. Aber im Inneren wäre jetzt Folgendes passiert. Hier würde ein Hohlraum entstehen, eine neue Grenzfläche, und das ist nicht vorteilhaft. Daraus folgt, die Antwort wäre, es ist monodispers. Es ist sehr eng verteilt, der Radius. Also durch spontane Selbstorganisation in diesem System entsteht aus dieser Wechselwirkung polar zu polar, apolar zu apolar ein Objekt, das einen sehr klar definierten Radius hat. Ja, eine der wichtigsten Anwendungen von Amphiphilen ist als Reinigungslösungen. Und Sie haben Ihre Bratpfanne und Sie möchten das vom Fett säubern. Und Sie nutzen dafür ein Spülmittel. Wie schafft es das Spülmittel, das Fett zu solubilisieren, wasserlöslich machen? Also Fette sind apolare Moleküle. So Triglyceride, ich mache es mal ein Cartoon, es geht von Glycerin aus und da werden Fettsäuren angeflanscht über Ester. Das wäre etwas, was unpolar ist. Und das Solubilisieren geht einfach so, dass dieses Unpolare hier drinnen solubilisiert ist. Das Fett kann vom Amphiphil aufgenommen werden als kleines Tröpfchen. Es wird eingekapselt und dadurch wasserlöslich gemacht. Das ist die wesentliche Vorstellung davon.